Ja, Friede sei mit euch und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil dieser Videoreihe. Hier widmen wir uns mal der Frage, was bedeutet überhaupt das Wort Quanten oder Quantum? Und auch einen kleinen Einblick mal in diese Quantentheorie, damit man hier versteht, worum es geht. Und da habe ich auch zwei kleine Videos vorbereitet, die ich dann hier mit einbauen werde. Vor allen Dingen einmal für dieses Doppelspaltexperiment, das ganz gut veranschaulicht, damit man das versteht, worum es da geht. Und dann nochmal die Erklärung von Herrn Patch zu der Quantenverknüpfung, die er Entanglement nennt. Und hier lesen wir mal eben den kurzen Text hier durch. Ja, diese Frage alleine kann schon für Kopfschütteln sorgen, aber physikalisch gesehen sind Quanten die kleinstmögliche Größe, die irgendetwas haben kann. Also die kleinstmöglichen Partikel oder Bausteine, aus denen etwas zusammengesetzt ist. Stellen Sie sich eine Glühbirne vor, die eingeschaltet ist und einen Raum beleuchtet. Wenn man dieses Licht auf seine kleinste Größe zerlegen würde, würde man feststellen, dass es aus Photonen besteht, was Photonen zu Quanten der Lichtstrahlung macht. Die kleinsten Blöcke, aus denen unser gesamtes Universum besteht. Ne? Denn wie gesagt, es soll ja alles hier neu geschaffen werden, in Anführungsstrichen. Ne, alles zerstört werden, um wieder alles neu aufbauen zu können. So jedenfalls hier der Plan dieser größenwahnsinnigen Satansbrut. So, weiter geht's hier in der Schweiz, genauer gesagt in Genf, versuchen Wissenschaftler am LHC, am Large Hadron Collider, der sich auf dem Gelände der Europäischen Organisation für Kernforschung in Klammern CERN, in Französisch hier, die abgekürzten Buchstaben befindet, tiefer in die Quantenwelt zu blicken. Derzeit laufen Experimente, bei denen verschiedene Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann miteinander zur Kollision gebracht werden, sodass Wissenschaftler Schnappschüsse der Quantentrümmer, der sogenannten, dann machen können, die bei jeder Kollision dann entstehen. Dies führte zur Entdeckung des Higgs-Bosons, besser bekannt als Gottesteilchen in Anführungsstrichen, eines theoretischen Teilchens, das erstmals in den 1960er Jahren von Peter Higgs theoretisiert wurde. Da wir nun wissen, dass Quanten im Grunde genommen die kleinste Größenordnung bedeuten, wollen wir uns auf die seltsamen Dinge einlassen, die man in der Quantenwelt zu beobachten beginnt. Vielleicht ist beobachten nicht das beste Wort, wie im weiteren Verlauf klarer wird. So, jetzt haben wir erstmal hier diese Welle-Teilchen-Dualität, dass quasi ein solches Partikel, ein Quantum, beides sein kann. Eine Welle wie auch ein Teilchen. Und das davon abhängt, ob ein Beobachter vorhanden ist oder nicht. So, jetzt zu dem Text hier. Ist es ein Vogel oder ein Flugzeug? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es beides gleichzeitig ist, bis zu dem Moment, wo Sie es sehen können? Nun, ich habe Sie gewarnt, dass die Dinge in der Quantenwelt seltsam werden. Flugzeuge und Vögel sind jedoch keine Quanten, also verwenden wir wieder das Wort, das Photon. Wenn Sie eine quantitative Einheit wie ein Photon nehmen, kann sie gleichzeitig als Teilchen und als Welle beschrieben werden. Dies ist der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Der beste Weg, dies zu demonstrieren, ist das Doppelspaltexperiment, bei dem Licht durch zwei Spalte geschossen wird. Hier kommt die Beobachtung bzw. der Beobachter ins Spiel. Wenn wir beobachten, durch welchen der beiden Schlitze das Licht geht, verhält es sich wie ein Teilchen. Wenn man sich dann dorthin bewegt, wo das Licht hinter den Schlitzen landet, sieht es so aus, als ob es sich wie eine Welle verhält und ein Streumuster hinterlässt. Bereit für den noch seltsameren Teil? Wenn Sie das Licht beobachten möchten, nachdem es die beiden Schlitze passiert hat, aber bevor es dahinter auftrifft, wo es landet, dann verhält es sich nicht mehr wie eine Welle, sondern wieder wie ein Teilchen. Was bedeutet, dass die Welle durch den Beobachter sozusagen rückwirkend wieder zu einem Teilchen wird, das den Schlitz dann passiert. Das bedeutet, dass das, was Sie in der Zukunft tun, buchstäblich Auswirkungen auf die Vergangenheit haben kann und tatsächlich auch hat. Bis wir also Dinge in der Quantenwelt beobachten oder messen,
können wir sagen, dass sie gleichzeitig in mehreren Zuständen existieren. Dies ist als Kopenhagener Interpretation oder Deutung der Quantenmechanik bekannt und geht auf das Studium der Quantenphysik durch Niels Bohr und Werner Heisenberg in den 1920er Jahren zurück. Dann kam ein Physiker namens Erwin Schrödinger und mit ihm eine hypothetische Katze. Ja, damit geht es jetzt erstmal weiter mit diesem kurzen, circa 7-minütigen Video zu dem Doppelspaltexperiment und der Kopenhagener Deutung. Und danach geht es dann hier weiter mit dem Text. Leg einen Apfel auf den Tisch und schließ deine Augen. Kannst du dir sicher sein, dass der Apfel immer noch existiert und dass es ein Apfel ist, obwohl du ihn nicht mehr beobachtest? In unserer Welt wahrscheinlich schon. In der Quantenwelt, also der Welt der kleinsten Teilchen, könntest du es jedenfalls nicht. Genau das zeigt der schönste Versuch der Quantenphysik. Das Doppelspaltexperiment. Schießen wir Tennisbälle durch eine Projektionsfläche mit einem Spalt, sehen wir auf einer Klettwand dahinter einen Streifen aus den daran haftenden Bällen. Fügen wir einen zweiten Spalt hinzu, sehen wir hinten logischerweise zwei Streifen. So verhalten sich Kugeln bzw. Teilchen. Bei Wellen sieht das aber ein bisschen anders aus. An den Spalten entsteht jeweils eine neue Welle und da sich diese gegenseitig beeinflussen, entsteht auf dem Schirm ein Muster. Deswegen sehen wir, wenn wir durch den Doppelspalt Licht senden, auf der Projektionsfläche nicht zwei Streifen, sondern das sogenannte Interferenzmuster. Wichtig daran ist eigentlich nur, dass es zwei Verhaltensweisen gibt. Teilchen und Wellen. Und wir lernen alle in der Schule, dass Elektronen kleine Teilchen sind. Wenn wir das Experiment mit Elektronen durchführen, müsste ihr Verhalten hier ja einfach zuzuordnen sein. Schießen wir Elektronen durch nur einen Spalt, erhalten wir auch etwas, das den Streifen wie bei den Tennisbällen sehr ähnlich ist. Wie erwartet sind Elektronen also Kugeln, könnte man denken, bis man einen zweiten Spalt öffnet. Wir schießen Elektronen, also kleine Teilchen, durch zwei Spalte und sehen auch, dass es kleine Teilchen sind, weil wir ja kleine Punkte als Abdrücke auf der Projektionsfläche sehen, doch erhalten ein Interferenzmuster wie bei Wellen. Das ergibt für uns erstmal gar keinen Sinn. Jetzt könnte man aber denken, dass die Elektronen irgendwie so gegeneinander prallen, dass sie dieses Muster erzeugen und deswegen führen wir das ganze Experiment langsamer durch. Ab jetzt senden wir ein Elektron nach dem anderen und das stundenlang. Doch wieder sehen wir ein Interferenzmuster. Warum verhalten sich die Elektronen wie Wellen? Und vor allem sind viele Stellen durch einen geraden Weg vom Start durch die Spalten auf den Schirm überhaupt nicht erreichbar. Wiederum Stellen, durch die eine Kugel mit einem geraden Weg hingelangen könnte, werden ausgelassen. Doch die Frage nach dem Weg macht es uns erst richtig schwierig. Durch was für einen Spalt bewegt sich das Teilchen überhaupt? Oder fliegt vielleicht das einzelne Elektron durch beide Spalte und kann sich so wie eine Welle selbst beeinflussen und dadurch das Muster erzeugen? Oder durch gar keinen? Um das herauszufinden, befestigen wir nun einen Detektor an einem der Spalten, der jedes Mal piept, wenn sich ein Elektron durch den Spalt bewegt. Doch so einfach machen es uns die Elektronen nicht. Denn sobald wir dies tun, sehen wir kein Interferenzmuster mehr, sondern zwei Streifen. Sobald wir versucht haben, ihren Weg zu entlarven, haben sich die Elektronen dazu entschieden, sich nicht mehr wie Wellen, sondern wie Teilchen zu verhalten. Als wüsste es, dass es beobachtet wird, schien sich das Elektron deswegen anders zu verhalten. Lasst uns noch einmal versuchen, das Elektron auszutricksen. Wir schalten den Detektor aus, aber lassen ihn an seiner Stelle, ohne das Experiment anzufassen. Lassen es also so aussehen, als beobachten wir das Elektron noch, tun es aber nicht. Wir führen das Experiment ein letztes Mal durch, doch das Ergebnis, wir sehen wieder ein Interferenzmuster. Und das ist die Welt der Quanten, die ich euch in kommenden Videos immer näher bringen will. Wir sehen etwas, das wir nicht verstehen, doch wenn wir es versuchen zu beobachten oder zu messen, verändert es sich so, dass es für uns logisch wäre. Es ist eine Welt, die uns das Gefühl gibt, als wolle sie nicht, dass wir sie verstehen, weil dort eben andere Gesetze gelten, die für unsere Welt völlig absurd klingen. Dieses Video ist eine Deutung zu den seltsamen Ergebnissen des Doppelspaltexperiments. Ihr müsst das Video dazu auf jeden Fall gesehen haben und euch wirklich noch einmal gut in Erinnerung rufen, damit ihr die folgende Erklärung wirklich verstehen könnt. Warum verhält sich das Elektron wie Wellen, wenn wir keinen Detektor am Spalt anbringen, aber wie ein Teilchen, wenn wir es durch einen Detektor am Spalt beobachten? Nun, wenn wir das zu 100% erklären könnten, ständen wir heute ganz woanders, aber es gibt eine älteste Deutung, die sehr hohen Anklang in der Wissenschaft findet, und zwar die Kopenhagener Deutung. Erstmal, warum verhält sich das Teilchen wie eine Welle?
Man sagt, dass das Elektron alle Wege gleichzeitig benutzt, solange wir es nicht beobachten können. Es entscheidet sich nicht für einen Weg. Es befindet sich in einem Zustand, in dem es das nicht machen muss, weil es ein Quantenobjekt ist. Wenn es sich theoretisch schon hinter dem Doppelspalt befindet, dann hat es sich noch nicht entschieden, durch welchen Spalt es geflogen ist. Es befindet sich in der sogenannten Superposition, bei der es sich in allen möglichen Wegen befindet. Wenn wir einen möglichen Weg einzeichnen, nur einmal bis zum Spalt, dann sieht das so aus wie die typische Flugbahn eines Teilchens. Aber wenn wir jetzt einen weiteren möglichen Weg einzeichnen und noch einen und schließlich so viele, dass wir theoretisch alle möglichen Wege eingezeichnet haben, an was erinnert uns das? An eine Welle. Denn eine Welle breitet sich in alle für sie möglichen Richtungen aus. Wenn wir alle möglichen Wege zusammentragen, hat dies die Charakteristik einer Welle. Und Wellen haben eben die Eigenschaft zu interferieren. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, beeinflussen sich zwei Wellen und erzeugen so ein Muster. Das beruht auf einem total einfachen Prinzip und bei der Welle an möglichen Wegen ist das anscheinend auch so. Am Doppelspalt wird diese Welle an möglichen Wegen in zwei neue Wellen aufgeteilt, wie auch bei allen anderen Wellen. Und hinter dem Doppelspalt beeinflussen sich die beiden Wellen gegenseitig nach dem gleichen Prinzip wie bei anderen Wellen und erzeugen so ein Muster an möglichen Wegen. Auf dem Schirm sehen wir aber erstmal nicht dieses Muster, sondern einen Punkt. Das liegt daran, dass wir das Teilchen an dieser Stelle zwingen, sich zu zeigen, da wir es an dieser Stelle beobachten können. Kurz vor dem Schirm befindet sich das Elektron noch auf allen möglichen Wegen, aber am Schirm zerstören wir durch unseren Messprozess die Wellenfunktion des Teilchens, welches sich dadurch für einen dieser Wege entscheiden muss. Wenn wir das Ganze oft genug hintereinander machen, entscheidet sich das Teilchen immer mal für einen anderen Weg und irgendwann sehen wir das Muster an Stellen, die durch die verschiedenen Wege erreicht werden können. Zur zweiten Frage. Warum sieht man durch den Detektor am Spalt nicht mehr das Interferenzmuster? Messen wir am Spalt mit dem Detektor, durch welchen Spalt das Teilchen fliegt, muss es sich an dieser Stelle schon entscheiden. Wenn der Detektor uns sagt, dass sich das Teilchen durch den oberen Spalt bewegt, bleiben nur noch die Möglichkeiten für den oberen Spalt übrig, die nun nicht mehr mit den unteren Möglichkeiten interferieren können. Sagt uns der Detektor, dass das Teilchen durch den unteren Spalt fliegt, bleiben nur noch die Möglichkeiten für den unteren Spalt übrig, die mit keinen anderen Möglichkeiten ein Muster erzeugen können. Dadurch kommen andere Wege zustande als in der Situation zuvor. Wenn nun manche Elektronen durch den oberen Spalt fliegen und manche durch den unteren, entstehen auf dem Schirm diese zwei Streifen. Wichtig ist eigentlich nur verstanden zu haben, dass nicht die verschiedenen Teilchen miteinander interferieren, sondern die möglichen Wege von den jeweils einzelnen Teilchen. Und unser Messprozess wählt einen Weg davon aus. Oder wie Heisenberg schrieb, die Beobachtung selbst wählt von allen möglichen Vorgängen den aus, der tatsächlich stattgefunden hat. So, jetzt kommen wir hier zu der sogenannten Schrödingers Katze. Da lesen wir, als ich zum ersten Mal auf Schrödingers Katze stieß, hat es mich buchstäblich umgehauen und gleichzeitig mein Interesse an diesem Gebiet der Physik gefestigt. Im Jahr 1935 entwarf der österreichische Physiker Erwin Schrödinger ein hypothetisches Experiment, um einige der von ihm identifizierten Mängel in der Kopenhagener Deutung oder Interpretation der Quantenmechanik zu beseitigen, bei der sich ein Teilchen in mehreren Zuständen befindet, bis es halt schließlich dann beobachtet oder auch gemessen wird. In seinem hypothetischen Experiment setzte er eine Katze in eine Kiste, in der sich eine radioaktive Probe, eine Flasche Gift und ein Geigerzähler befanden. Der Geigerzähler ist dabei so manipuliert, dass er die Giftflasche zerschmettert, wenn er einen Zerfall des radioaktiven Materials feststellt. Er argumentierte, dass wir, wenn die radioaktive Probe sowohl zerfällt als auch nicht zerfällt, theoretisch sagen können, dass die Katze sowohl tot als auch lebendig ist, bis man die Schachtel öffnet, um hineinzuschauen und das Ergebnis des Experiments zu beobachten. In Wirklichkeit wissen wir, dass die Katze nicht gleichzeitig tot und lebendig sein kann und höchstwahrscheinlich tot ist, aber dieses hypothetische Gedankenexperiment wird auch heute noch als Test für neue Quantentheorien verwendet. Wie gesagt, das ist auch alles hier nur rein hypothetisch und Theorien. Eine Frage, die sich hier auch dann auftut, gibt es viele Welten, sogenannte Paralleluniversen oder auch viele Ichs sozusagen. Dazu lesen wir hier, ich habe zuvor die Kopenhagener Interpretationen
der Quantenmechanik erwähnt und sie ist nur eine von vielen konkurrierenden Theorien, die versuchen, die Quantenwelt zu erklären. Eine andere Vision der Quantenphysik wird als die Viele-Welten-Interpretation bezeichnet, also die Interpretation der vieler Paralleluniversen sozusagen. Um noch einmal Schrödingers Katze zu verwenden und die Viele-Welten-Theorie anzuwenden, wenn wir die Schachtel öffnen, teilt sich alles in zwei Teile. In einer Version von dir, einem Universum, lebt die Katze und in einer anderen Version von dir, in einem anderen Universum, stirbt die Katze. Gibt es mehrere Versionen von uns allen, die jedes Mal, wenn etwas passiert, in andere Universen verzweigen? Nur einer von vielen Gedanken, die meine Liebe zur Quantenphysik begründet haben. Ja, meine persönliche Meinung ist, dass das nicht der Fall ist. Weil wie viele Universen müsste es dann geben? Und welchen Sinn würde das machen? Wenn wir für jede einzelne Entscheidung in unserem gesamten Leben, die wahrscheinlich mehr oder fast so viel sind, wie es Menschen auf der Erde gibt, und das dann nochmal multiplizieren mit Menschen, die es auf der Erde gibt und jemals gegeben hat, dann kommen wir auf eine Anzahl von Paralleluniversen, die absolut absurd ist. Und wie gesagt, es gibt ein Quantenfeld sozusagen aller Möglichkeiten. Wir haben in jeder Situation eine unendliche Anzahl quasi von Möglichkeiten zu reagieren, zu handeln und so weiter und so fort. Das besteht auf jeden Fall, dieses Quantenfeld aller möglichen Theorien. Aber ich persönlich glaube nicht jetzt an eine unendliche Anzahl, unvorstellbare Anzahl von Paralleluniversen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. So, dann kommen wir hier jetzt zu der Quantenverknüpfung, zu der dann zum Schluss noch das Video von Anthony Patch dann eben ich hinzufügen werde, der das dann nochmal sehr schön erklärt. Hier lesen wir, in der Quantenphysik können sich Quantenteilchen verknüpfen, in Anführungsstrichen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, einen Laser auf einen Kristall zu feuern und so den Strahl zu teilen. Die Photonen in einem Strahl sollen mit dem anderen verknüpft sein. Dies führt zu seltsamen Effekten, bei denen die Beeinflussung eines der Photonen unabhängig von der Entfernung augenblicklich eine unmittelbare Wirkung auf seinen verknüpften Partner hat. Wenn wir also theoretisch ein Paar verknüpfter Photonen oder Elektronen oder anderer verknüpfter Quantenteilchen hätten, könnten das eine hier und das andere im entferntesten Teil des Universums sein, doch die Kommunikation zwischen beiden würde augenblicklich erfolgen. Das heißt, ist schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Es ist quasi eine Kommunikation in buchstäblicher Echtzeit, ohne jegliche Verzögerung. In Klammern hier von dem Herrn Patch nochmal hier die Meinung, Quantenverknüpfung ist das Mittel, mit dem der Satan eine Singularität mit all jenen erreichen will, die seine Lügen lieben und die Wahrheit und das Licht hassen, alle durch transhumanistische Technologie in einem einzigen Schwarmbewusstsein, Welten gehören dann verbunden, eins mit ihrem Meister, dem Satan, genauso wie der gerechte Samen, eins mit und in und durch Christus dann gemacht werden wird. So, bevor ich jetzt das Video hier noch euch abspiele, werde ich den Rest des Textes auch nochmal eben vorlesen, das ist nicht mehr sehr viel. Und zwar lesen wir, an der Quantenverknüpfung fasziniert mich wirklich, wie es unsichtbare Bindungen zwischen Dingen geben kann, die durch weiteste Entfernungen voneinander getrennt, die Kommunikation zwischen ihnen aber in Echtzeit, das heißt ohne jegliche Verzögerung, geschieht. Darüber hinaus denke ich, dass wir manchmal unsere eigenen Quantenverknüpfungen mit anderen um uns herum erleben, sowohl in der Nähe als auch in der Ferne. Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie jemand anrufen wird, bevor er es tatsächlich dann tut? Könnte das eine Form der Verknüpfung sein? Das könnte erklären, warum wir trotz Distanz manchmal diese fast prophetischen Gefühle verspüren.
Zwillinge sprechen oft von einer unsichtbaren Bindung, bei der der eine genau das spüren kann, was der andere fühlt, auch wenn sie getrennt sind. Alles in diesem Universum hat seinen Ursprung in der Singularität, in Gott natürlich. Könnte es also sein, dass wir alle miteinander verbunden sind und einige Verbindungen stärker sind als andere? Ja, das könnte nicht nur sein, das ist meines Erachtens auch so. Sehen Sie, es sind Dinge wie diese, die das ganze Thema der Quantenphysik erstaunlich machen. Für mich ist es der Bereich der Physik, der eine Brücke zwischen der Welt der Wissenschaft und der Spiritualität sein kann. Denn wenn man die Quantenwelt betrachtet, kann man kaum leugnen, dass man es mit etwas zu tun hat, das nur durch eine göttliche Kraft in Bewegung gesetzt worden sein kann. Niels Bohr brachte es auf den Punkt, Zitat, wenn sie die Quantenmechanik nicht zutiefst schockiert hat, dann haben sie sie noch nicht verstanden. Ja, hier nochmal ein kleines, wie soll ich sagen, habe ich hier nochmal eben hinzugefügt als Denkanstoß. Das hat mich daran erinnert, deswegen möchte ich das hier nochmal mit anfügen. Und zwar den zweiten Logion des Thomas-Evangeliums, nämlich der allerersten eigentlichen Aussage von Jesus, sagt er dort Folgendes. Und zwar, er sagt dort, wer sucht, höre nicht auf zu suchen, bis er findet. Wenn er findet, wird er erschüttert werden. Ist er erschüttert, wird er staunen. Und dann wird er über das All herrschen. Das nochmal vielleicht in Bezug zu dieser Quantenwelt, ne, die durch das bestimmt wird, beziehungsweise durch den Beobachter bestimmt wird, sogar auch rückwirkend noch Auswirkungen hat. Und quasi, dass die Materie vom Geist letztendlich abhängig ist und auch geformt wird. Vom Beobachter. Das ist schon sehr erstaunlich. Und ja, die Parallele hier zu diesem Vers von Jesus dem Christus ist auf jeden Fall meines Erachtens gegeben. Ja, Jesus sagte bzw. zitierte aus den Psalmen, ihr seid Götter, was nicht bedeutet, dass wir dem Schöpfergott gleich oder ebenbürtig sind, sondern aber, dass wir mit jeder einzelnen unserer Entscheidungen aus dem Quantenfeld aller möglichen Entscheidungen Realität für uns und auch andere natürlich, auf die die Wellen unserer Gedanken, Entscheidungen, Worte, Taten treffen und somit einen Einfluss auf sie haben. Als wenn man zum Beispiel einen Stein in einen See wirft und sich dann dort kreisförmig dann diese Wellen nach außen hin ausbreiten. Und ja, wenn man sich dort mehrere Steine vorstellt, die an einen See geworfen werden, dann kann man sich diese Ringe vorstellen, die dann ineinander überlappen und gegenseitig dann Einfluss aufeinander haben. Und ja, wie gesagt, das, was wir denken, reden und tun, hat nicht nur Einfluss auf uns, sondern auch auf andere. Ja, wie alles, was wir denken, sagen und tun, kann und wird dies entweder zum Segen für uns und andere werden oder dann im schlimmsten Falle dann auch zum Fluch. Eine sogenannte Neutralität des Denkens, des Redens oder des Handelns oder auch des Glaubens kann es daher gar nicht geben. Ne? Wir dienen, wie es auch in den Essener Schriftrollen heißt, dient jeder Mensch, ganz unabhängig davon, woran wir glauben, zwangsläufig einem von zwei Herren. Ne? Die meisten Menschen glauben, ach hier, Gott und Satan, lass die mal machen. Das hat nichts mit mir zu tun, ich glaube daran nicht und ich bin davon nicht betroffen. Ja, Pustekuchen, kann ich da nur sagen. Ne? Das ist auf jeden Fall ein fataler Trugschluss und ein fataler Irrglaube. Ja, dies nochmal dazu hier, damit man ein bisschen Verständnis bekommt hier von dem, worum es hier im Quantenbereich und um die Quantentheorie dann geht. Und jetzt beende ich dieses Video hier mit dem Video von dem Herrn Petsch, wo er dann diese Quantenverknüpfung, diese Entanglement, wie er es dort nennt, dann erklärt. Und ich wünsche euch jetzt schon mal Friede sei mit euch und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. This is all about
redesigning DNA in the computer. So if anyone out there was thinking that I was in the realm of conjecture, or worse, in the realm of fantasy and science fiction, I'm just reporting to you their research. And it's not hard to extrapolate the application of their research to present expectations to you as to what they're doing. It is the first time this important computation problem in bioinformatics is attempted on a quantum accelerator. When they say accelerator, think operation warp speed. When they say accelerator, understand the time in which we are in, the reset, the false reset, the counterfeit reset. The accelerator is accelerating the ability to change the pattern of the human DNA. All of this information here, even though it was just published, is old news. It always is. You know that this is years in development beyond any public release of this information. So, in conclusion, the mark of the beast is the number, the image, and the name. The name is DNA. The number is the sequence of the DNA. The name is the DNA. The number is the sequence of the DNA. And the image? We are created fearfully and wonderfully. We are made in the image of God. Satan seeks to change that image and create an image of his own design. So embedded in what I'm talking about here of changing the pattern of DNA to match the pattern of the quantum computer is that we always have to go down to electrons. Electrons of the DNA, electrons of the quantum processor, the qubit chipset, the qubits, the quantum bits. The quantum bits are electrons. The quantum computers, its electrons within the computer are, within the chipset, are quantum entangled. That's the basis of quantum computing, quantum entanglement. Now you know why I named this magazine Entangled. The electrons within the DNA, it's not only the pattern of the DNA that's being changed, but the spin of the electrons, upspin and downspin. That too is a pattern of spin electrons. So going beyond this paper and the previous one that I cited for the dodecahedral arrangement of DNA, going beyond those papers is the examination of the spin of electrons. So the pattern of the spin of the electrons within the DNA, that spin of electrons, that pattern, must match the pattern of the electron spin in the quantum computer. When the patterns of electrons match one another, then they can become quantum entangled. And that is the line of communication, the DNA computer interface that takes place between the vaccinated post-reset under the Antichrist. That is the form of communication, the interface that takes place between those that took the mark of the beast and the quantum computer that is running the beast system. Why patterns? Because the quantum computer is a divinatory machine that is based upon pattern recognition, recognizing patterns within data that is randomly generated by humans. That's the mechanism. That's the system of the beast. Random number generation. Humans using computers, always
as we use them, we are randomly producing patterns. The quantum computer takes in that data, recognizes those patterns. That's how it operates. It's a pattern recognition device, otherwise known as a divination machine. For that machine that operates based upon pattern recognition of data, it receives data from human DNA. The most efficient way to receive that information is not Wi-Fi, but through quantum entanglement, because it is instantaneous, and entanglement is a phenomenon that takes place irrespective of distance between quantum entangled elements. Electrons can be separated by any distance. That's irrelevant. And there is no time delay in the communication, often described in the literature as teleportation of information. There is no time delay in that teleportation of information. Well, what is information? Information is the spin state, the intrinsic angular momentum of electrons, the spin state, up spin and down spin. That is what information is. In Satan's binary world of zero and one, zero is the down spin of a physical electron, and the up spin is one. That is information. Through entanglement, entangled electrons share their state. They communicate their state to one another instantaneously. And if you measure one electron, thus changing it from, let's say, an upspin to a downspin, you affect that electron. Simultaneously, you're affecting the other, which was a downspin but now an upspin. The two share their states of spin. That is communicating electron. I'm a one, I'm a zero. We're talking to each other. That's entanglement. We're sharing our states. And because they're shared, as you affect one, you affect the other simultaneously and immediately. For humans and for Satan, there is no better form of communication available. Thus, there must be an identical pattern of electrons, the pattern of DNA, in order to entangle the DNA of humans that have taken the vaccine with the control computer, quantum computer, 10th model, 10th generation, composed of 65,536 qubits, which matches the number of dimers in a human brain, which matches the number of combinations of geometric figures. That in itself is all a pattern. It's a trinity pattern. It's a triangular pattern. It is a tetrahedral pattern. And the computer is a 600 cell built of tetrahedrons, which is a counterfeit of God's model of the universe, arranging all energy, all fields, all matter into the configuration of tetrahedrons. So in closing, the mark of the beast is the altering of the pattern of DNA that God prescribed, that God created, to a pattern that reflects the counterfeit, the chimera, as in the days of Noah, the reset pattern of DNA, DNA being reset. The DNA is being reset into a new form. I wouldn't even call it human.
It's a chimeric form. So that with the entanglement, these humans, former humans, these chimera, can be controlled.